Ja, Leute, da sind wir wieder. FIFA 19 Champions League Saison mit dem VfB Stuttgart. Im Hinspiel nicht mit Ruhm bekleckert. 1 zu 0 verloren sogar. Und Real hat aber jetzt mit Varane einen gesperrten Spieler, der hat rot bekommen. Wir waren Millimeter. Wir hätten fast den Elfmeter gekriegt, aber es war ein Freistoß. Es hat nicht viel gefehlt. Und das ist dann mega ärgerlich gewesen, weil ich habe das Ding nicht reingehauen. Das waren wirklich 16,5 Meter. Das Ding muss sitzen. Das muss sitzen. Heute sollten wir Jetzt insbesondere Mario Gomez im Blick wird's behalten. natürlich umso Er ist schwieriger. bisher der beste Torjäger der UEFA Champions League und von diesem Aber Spitzenplatz will er es sich ist natürlich so möglich. schnell auch nicht verdrängen lassen. Wenn wir jetzt uns aufgeben wegen einem 0 zu 1, Wolfuß dann haben und wir was Frank falsch Buschmann gemacht. melden sich heute live aus der UEFA Champions League. Liebe Jetzt Zuschauer, geht's ab. genauer gesagt live vom Halbfinale. Von einer Partie, die einiges Jetzt verspricht. müssen Zwei wir alles Teams, die für reinwerfen. Klasse stehen, für taktische Brillanz. 1-0 ist Das wird spannend. immer drin. Heute heißt es Wir haben VfB zwar kein Stuttgart Auswärtstor geschossen. gegen Real Madrid. Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Ich Da meine, wir sehen wir die haben heutige hinten Aufstellung zwei, der drei Chancen Stuttgarter. zugelassen und Hier sehen wir ihn vorne heute ein klassisches halt nicht 4-4-2. die Karim Durchschlagskraft Benzema, gehabt. den hält er. Puh. Benzema mit der ersten Eckball, den wird Gegenchance. Toni Kroos reinbringen. Ecke Kroos. Oh, da hat nicht viel gefehlt. Tolle Problem ist Chance, schön natürlich, platzierter Ball, am Ende einfach wenn kein Glück. Real 1-0 in Führung geht, müssen wir drei Tore schießen. Baumgartel. Das wäre dann natürlich Jetzt haben sie aus den und Ball. das ist jetzt Schönes Zuspiel. richtig scheiße und Nee, das mit ist der 1-0. Uff, Riesenchance. vorbei. Eckstoß für Real Madrid. Da war Zieler drin. Richtig schlechter Beginn von uns. Da kommt die Ecke. Da kann sich Die der Abwehr Abwehr zu erstmal wieder offen. entspannen. Jetzt Gonzales. Ja, wir sind Nicht umsonst gehört alleine. Gareth Bale ja zu den teuersten Spielern auf Eigentlich diesem wollte ich ihn drüber Planeten. lupfen, hat nicht Auf so ihn geklappt. sollten wir heute besonders achten. Er hat viele Hinten Qualitäten, fehlt Varan. extreme Das Schnelligkeit, müssen wir guter ausnutzen. Abschluss, ein sehr ordentliches Und ich habe Gentner Gentner vergessen Aber die Liste ist rauszuholen. noch länger. Ja, Gonzales, jetzt mal eine Super richtig gute durchgesetzt. Aktion. Ja! Ja, das sah Alter. gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Nur Marcelo am Ball. Wie ärgerlich. Casemiro. Ball kam nicht so, wie es Modric. vorgesehen war. Benzema. Modric am Ball. Benzema. Groß. Jetzt Karim Benzema. Luka Modric. Und das ist der Das Ballverlust. meine. So, jetzt aber. Hugo. Der sieht Mit dem Ball am Gentner, der ist aber Fuß nicht Richtung schnell genug. gegnerisches Tor. Und der Ball ist Real weg. Madrid mit der Balleroberung. Schön von Araújo. Heute war es jetzt zum ersten Mal, dass Beck Modric. ohne Araújo auf der Bank saßen. Und nun Also, Sergio das ist ja Ramos. dieselbe Aufnahmesession wie letzte Folge. Deshalb rede ich Den einfach so ein Ball holt er bisschen noch sich. weiter. Und ich fand besser. Ich meine, Araújo, der macht gute Spiele, Schöner Pass von Benzema. wenn es Flanke gut kommt von läuft. Bale. Ball kam gut, Ansonsten aber taucht er erstmal halt ist auch die ein Gefahr bisschen unter. bereinigt. Und das ist halt keine Marcelo geht hier Führungspersönlichkeit für dazwischen. mich. Er soll eine werden. Er ist einer der ältesten Karim im Team und Benzema. dann muss da mehr kommen. Bale, da ist die Chance. Könnte gefährlich werden, es gibt Ecke. Ja, 68% der Pässe kommen nur an. Da sehen wir das Problem, warum wir kaum nach vorne kommen. Groß mit der Hereingabe. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Bälle sind zu schnell weg. Groß. Da kann er klären, gut aufgepasst. Das war einfach. Und er hat den Ball. Marco Asensio. Herr Real macht das aber auch clever. Real versucht es über außen. Langer Ball zu Karim Benzema. Fängt Die wissen diesen Ball natürlich, sie haben ab. die besseren Spieler, auch wenn Toni Varane Kroos. jetzt gesperrt ist. Er versucht mit dem Heber. Und versuchen einfach mir das 1 zu 1 zu suchen. Und da sind sie halt Gentner. viel besser als wir. Augo. Augo, Tommy, der ist schnell. Jetzt haben wir mal einen schnellen erwischt. Mario Gomez. Komm, es trifft den Ball Gutes nicht. Auge vom Assistenten. Abseits. Abseits. Ich dachte jetzt Freistoß. Ach Mann. Aber der Pass hat so lange gedauert. Das war aber knapp. Komm, Junge.
Klasse Zuspiel auf Bale. Nicht der so. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Feo. Der zeigt immer wieder so gute Ansätze, dann macht er sich selbst kaputt. Das Ding. Jetzt vielleicht die Chance für den weniger Konter. Ausholen, mehr schießen. Nur Marcelo am Ball. Modric. Super und Bartstuber natürlich, ja, auch von dem Bartstuber, ja, der Champions League spielen will, erwarte ich einiges. Und zwar keine Fehlpässe und Scheiße, die zur Gegenkonnte. Alter! Alter, was macht sie da? Unglaublich, was für ein Reflex. Aktuell viel Druck, die Fans feuern sie an, vielleicht machen sie ja was aus dieser Ecke. Wenn der mal zum Ball gehen würde. Da wäre das nie passiert. Nein, schwacher Ball. Da können sie erstmal klären. Stell dir mal vor, jetzt steht es 0-1. Und Bale. Dann fliegt der Controller. Platz, jetzt die Flanke. Nun Carvajal am Ball. Und der lange Ball, da könnte Benzema drankommen. Den Ball hat er nicht voll getroffen. Ja, und deshalb der Abschluss. Ich bin ja gespannt, wie lange noch FIFA spielen. Weil die Lust schwindet schon ein bisschen bei mir. Ich will jetzt auf jeden Fall noch die Champions League Saison fertig machen und eine Journey fertig machen und dann. Sie suchen die Lücke. Können schon super eng werden. Machen wir noch ein bisschen Ultimate Team. Ich glaube, das war's dann auch schon wieder mit FIFA, weil Modric. Diese Saison macht das nicht überhaupt nicht an, ganz ehrlich. Der Ball ist über der Linie. Ich denke aber auch, dass ich jetzt alle Online-Spiele, die ich jetzt bei FIFA mache, aufnehmen werde. Sonst habe ich 10 Spiele oder so nur gezeigt. Das ist dann zu wenig. Da warte ich dann auch von mir mehr. Obwohl ich ja jetzt schon ein Team habe, was besser ist die letzte Saison. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Finde ich eigentlich gut. Wobei ich letzte Saison, glaube ich, auch noch bis November gespielt habe. So wie jetzt eigentlich. Die Lust. Ganz knapp drüber. Ich habe immer so eine Vorfreude bei FIFA, so hoffentlich kommt's bald. Ich freue mich voll drauf. Dann spiele ich und die Vorfreude ist dann schnell verflogen. Geht er rein? Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Irgendwie so spitz. Klasse Aktion, Ball ist weg. Guter Einsatz, der hohe Druck zahlt sich aus. Und das ist der Ballverlust. 3 Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. Aber wir brauchen keine Angst zu haben. Marco Asensio. Es wird auf jeden Fall nochmal FIFA geben. Es wird auch nochmal FIFA geben nächstes Jahr. Casemiro. Mario Gomez. Wenn dann noch mehr Ikonen sowas kommen. Moment, ist nicht ja so. Für das mich sind einfach Eckball. Zu viele dieser Fernschuss war hart, aber eben nicht platziert bunte Karten schon drin. Ich meine, so Ikonen-Spieler des Monats-Spieler des Jahres-Spieler des was weiß ich. Spieler von Halloween, Spieler von Ostern gibt es bei mir. Spieler von Weihnachten. Schwierige Aufgabe, denn beim Akt. Das ist zu viel. Das ist zu viel. UEFA Champions League Halbfinale, das ist der Abpfiff zu Durchgang 2. Und ich bin gespannt, wie beide diese zweiten 5 allein schon angehen werden. Ich bin ja so eine Ultimate-Team-Gruppe und Facebook. Guckt ihr mir immer so ein bisschen an, wegen Updates und können so weiter. Jetzt einen Angriff und aufziehen? Wie viele Leute da allein schon Ronaldo gezogen haben. Messi zieht selten, aber Ronaldo. Leute. Ja, Mann! Und damit Wolf zeichnet das ist nicht normal, würde ich mal sagen. Und jetzt das 1-Ding. Mario Gomez. Das Tor war ganz wichtig. Hier ist jetzt wieder alles offen.
Ja, nach Addition beider Ergebnisse steht es nun unentschieden. Das wird nochmal richtig Jawohl. Spannend. Sie sind jetzt sind also wir in der Verlängerung. 1-0. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Na, Real schwimmt, oder? Oh. Jetzt Modric. Jetzt Jawohl. Haben Sie den Ball. Können Sie jetzt draufgehen. Real ist verunsichert anscheinend. Tommy Insua. Gomez. Boah, was ein Ball. Pavard. Glück gehabt, dass wir dann Ball geblieben sind. Den Ball holt er sich. Marcelo klärt. Jetzt Gomez. Das Gachiba, der kann halt nicht schießen. Das war das Problem bei ihm. Groß. Er kämpft wie eine Sau, aber schießen kann er halt nicht. Weil er muss ja auch erst 21. Also. Benzema jetzt am Ball. Da mache ich mir weniger Sorgen. Er nimmt ihm den Ball ab. Klar ist aber jetzt ein Gegentor und wir müssen zwei weitere schießen. Da ist sie reingegangen. Oh, steht zu weit Schade. Drin. Da war sicher mehr drin. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Jawohl, die sind giftig, unsere Jungs. Weg ist der Ball. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Pablo Maffeo. Der sieht González oder und macht jetzt nichts. Ist der Ball erst aber aus. Zu langsam. Modric. So, wieder ein guter Ball gewinnt. Oh, das war ein Foulschiri, oder? Und Bale. Gareth Bale ist ja bei Bale eine echte Bedrohung für das gegnerische Tor. Allerdings, denn seine mit links geschossenen Freistöße sind, viele sagen, unberechenbar und deshalb so gefürchtet. Jetzt kommt Benzema. Bei Real Madrid. Ja, Karim Benzema geht. Ne, geht. Casemiro. Immer wieder diese schnellen Pässe. Sie arbeiten sich so langsam in Richtung Torchance vor. Shit. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Da hinten liegt einer. Aber steht jetzt doch wieder auf. Groß. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Modric, boah, muss er machen. Tolle Möglichkeit, aber sehr, sehr gut gehalten. So wie Rom. Alles direkt. Volley. Bam. Schön dazwischen gegangen. Oh. Ballverlust. Groß am Ball. Kein Abseits. Bale mit der Riesenchance. Pfosten. An den Pfosten. Wir bleiben noch mal im Spiel. Ja, ja, ach du Scheiße. Große Mühe, den Ball abgefangen. Da passt er auf und kann klären. Castro, Ascacibar. War natürlich Pech, dieser Adeltreffer. Wäre der Ausgleich gewesen. Da wäre jetzt viel Platz für den Konter. Das sah so Castro, der ist so langsam. Aber das war dann doch nichts. Wie in Realität, da war der auch heute mit einem der langsamsten Spieler, die so im Satz gesehen haben. Das könnte eine Gelegenheit werden. Bale mit dem Fehlpass. Aha, abseits. Das ist sein Spiel. Ist immer auf Höhe der Verteidiger. Wenn es gut geht, hat er freie Bahn. Aber hier war es abseits. Spielerwechsel bei Real Madrid. Genau, Toni Kroos verlässt den Platz und Isco kommt. Klasse für Klasse. So, Isco die kommt letzten für 15 Kroos. Minuten jetzt. Wir bringen natürlich Kidavi. Das sieht man halt im Unterricht. Gegner, das setzt sich mal durch. Gentner. Und jetzt der Schuss. Alter, zwei Durchschnitte. Aktuell wären wir im Finale. Durch einen Gentner-Sololauf. Alter Schwede. Was ist hier los? Der Ball erst an den Pfosten. Riecht nach Finale. Das war ein knappes Ding. Puh. Kriegt aber auch den Ball direkt wieder zurück. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Marcelo am Ball. Jetzt noch eine genaue Viertelstunde mit Nachspielzeit. Jetzt Modric. Asensio. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg.
Casemiro. Isco. Jetzt natürlich Zweikämpfe annehmen und versuchen, und jetzt vielleicht mal Real Madrid, den Gegner vom Tor fernzuhalten. Und auf Zeit spielen. Einfach jetzt die Zeit runterspielen. Genau so. Jetzt da den nächsten Mann suchen. Muss der Ball natürlich auch ankommen und nicht zum Gegner gehen. Ja, Mann. Genau so. Genau so. Mario Gomez. Gomez. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Ich dachte, es gibt Ecke. Wollte mal ein bisschen Zeit schinden, ehrlich gesagt. Hat jetzt nicht so geklappt. Da ist die Flanke. Gut aufgepasst. Und so weg wird mit dem Ball jetzt. Nicht gefährlich. Nacho Fernandes. Nacho Fernandes. Nacho, Nacho. Und jetzt die Real. Die Kugel ist weg, er kommt nicht vorbei. Ach. Hat er drin gemacht. Der hat zu lange gedauert. Und Marcelo. Er zieht ab. Nein. Das ist eine Ecke, vielleicht die Chance jetzt. Noch ein Wechsel. Gareth Bale geht. Ich dachte schon, der wäre drin. Da war noch irgendjemand dran. Jetzt wird er ausgewechselt und das war heute eine überzeugende Vorstellung. So, Ecke kommt. Und er wehrt die Ecke ab. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. Hallo. Und nun Gomez. Gomez. Schönes Zuspiel. Na, Colo. Und nur ein Schuss. Latte. Das war die Entscheidung. Ball geht an die Latte. Da der aber es ist vorbei. Wir sind im Finale. Gepackt. Herzlichen Glückwunsch von hier oben. Da schließe ich mich natürlich an. Über 2 Spiele gesehen, geht das so in Ordnung. Alter. Wir sind im Finale. Das war gut, was ich will es nie erträumen lassen. Starke Leistung. Auch dass wir mit diesem Kader ins Finale kommen. Selbst ja, Gareth Bale kann es nicht glauben. Der wird sich ärgern, denn das war kein guter Auftritt. Weder von ihm noch von der kompletten Mannschaft. 2:0 gewonnen. Unglaublich.